So, jetzt wird es ganz aufregend. Jetzt, sowas habe ich persönlich noch nie erlebt, weil ich habe Zivildienst gemacht und kenne mich jetzt gar nicht aus. Umso spannender wird es jetzt, was hier passiert. Ihr beiden seid jetzt wer? Stellt euch mal ganz kurz vor. Ja, ich bin der Obermann Nils Krach von der Tauchergruppe Wilhelmshaven. Mein Name ist Sebastian Hampel, ich gehöre auch zur Tauchergruppe Wilhelmshaven, komme gebürtig aber aus Hamburg. Hamburger. Schön, immer Reeperbahn auch? Oder? Einmal und nie wieder. Einmal? Ja, klar. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachfragen, was habt ihr denn hier alles? Vielleicht kann man das mal zeigen. Erzähl mal hier. Ja, wir haben jetzt unser Tauchgerät mitgebracht. Das ist das LTG 2800, das heißt Leichttauchgerät mit 2800 Liter Pressluft ist da drin. Und mit einer Vollgesichtsmaske und ein Rettungsuntergerät der sogenannten Luigi-Weste. Und das heißt, das braucht ihr jetzt, um zu tauchen. Wie tief kann man denn da tauchen? Also mit dieser Gerätschaft kann man, wenn man das noch mit Luftversorgung von oben anschließt, dann steht an Oberdeck ein Kompressor, lange Luftschläuche werden angeschlossen an das Gerät. Dann darf man mit sogenannten Helmtaucherlehrgang bis zu 50 Meter mit diesem Equipment tauchen. Also in die Tiefe, nicht in die Weite. In die Tiefe natürlich, selbstverständlich. Herrlich. Können wir das denn mal aufsetzen? Also ja, wer setzt das jetzt wie auf? Ich setze das mal auf. Ja. Also er setzt das ihm auf. Jetzt wird's, ganz verrückt. Und wir schmeißen dich gleich in die Saar. Ich hoffe, das ist okay für dich. Was wiegt das? Circa 45 Kilo. 45 Kilo? Aber im Wasser hebt sich das Gewicht ja auf. Da wir ja Tarierkragen drin haben, da können wir Luft reinlassen. Und somit Luft hat Auftrieb, da wird dieses ganze Gewicht fällt weg und es ist leichter unter Wasser. Ja. Und kann ich denn da jetzt auch mitmachen? Also ihr sucht ja Leute auch, ne? Ja, natürlich können Sie mitmachen. Sie müssen sich ganz normal bewerben, müssen sich mindestens auf 4 Jahre verpflichten. Das ist Voraussetzung. Um sich wiederum verpflichten zu können, muss man einen Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Berufsausbildung haben oder einen Realschulabschluss. Okay. Und dann ist man Bundeswehrtaucher? Nein, dann noch nicht. Dann ist man erstmal Soldat auf Zeit und kann dann, wenn man jetzt Taucher werden möchte, die Ausbildung machen. Die Ausbildung insgesamt dauert ca. 1,5 Jahre. Da gehört der LKW-Führerschein dazu, da gehört der Kraftbootführerschein dazu, der Helmtaucherlehrgang und der normale Schwimmtaucherlehrgang mit dem Gerät, was wir hier sehen. Und insgesamt dauert das dann 1,5 Jahre circa. Ich habe Seepferdchen. Kann ich da trotzdem, könnte ich da mitmachen? Ja, mit Schwimmflügeln auf jeden Fall. Mit Schwimmflügeln. Die habt ihr jetzt aber vergessen. Ja, wir haben ja Goldabzeichen, wir haben nicht nur Seepferdchen. Ne? Ach so, echt? Das ist ja ganz verrückt. So, und jetzt musst du auch noch die Maske aufziehen. Kann man die aufziehen? Ja, können wir mal machen. Flaschen aufgedreht werden. Flaschen müssen jetzt aufgedreht werden. Bis zu vorne. Ja, so. Und wie atmen da? Wo ist da hier zum Atmen was? Ja, man setzt sich einfach die Maske auf und atmet einfach mit kräftigen Atemzügen. Ja. Hier haben wir einen sogenannten Nasen-Erker. Der ist aber noch ganz sauber. Der ist noch ganz sauber, noch, gleich nicht mehr. Boah, herrlich. Und der dient das wären halt, zum Druckausgleich. Sollte man den Druckausgleich nicht machen können, kriegt man Probleme beim Tauchen. Also dann wird sogar gar nichts mit Tauchen. Und wir haben noch ein integriertes Telefon hier mit drin. Das heißt, der Leinmann und der Taucher sind miteinander telefonisch verbunden. Der Taucher spricht hier praktisch in die Maske rein, bekommt hier diesen Knochen an seine Ohrmuschel gesteckt. Es befindet sich hier so ein Neoprenlappen am Anzug am Kopf. Ja. Da wird der Kopfhörer dann hier reingesteckt. Und der Leinmann an Oberdeck hat dann praktisch eine Telefon- und Sicherheitsleine in der Hand, an der der Taucher befestigt ist. Und dann können die beiden sich untereinander verständigen. Weil in Wilhelmshaven, wo wir hauptsächlich tauchen, da ist die Sicht ab ca. 1 Meter. Da sieht man so gut wie nichts. Weil das Wasser hier verdreckt ist. Ja, es ist sehr, sehr schlammig und matschig. Und dadurch, dass wir die Tide haben und Ebbe und Flut, die versauen uns dann meistens die Sicht. Und ja. So, jetzt zieh mal auf das Ding hier. Jetzt müssen wir natürlich auch gleich gucken, wie das danach aussieht. Jetzt war es ja noch sauber. Dann atme mal schön tief durch. Oh, Gottes Willen. Das sieht aus wie die Jungs, hat man immer im Fernsehen gesehen, die Schweinegrippe haben. Okay. Kannst du auch reden? Ja, kann ich. Aber sag, man versteht es nicht so gut. Nee, man versteht. Mach mal einen Zungenbrecher. Fritzchen. Fritz. Fritz. Fritz ist gut. Super, es reicht schon. Fritz. Hervorragend. Fritz, herrlich. Und da kann man jetzt wie lange mit tauchen mit diesem Teil da hinten? Circa 1,5 Stunden auf 10 Meter. Circa 1,5 Stunden auf 10 Metern. Okay, wunderbar. Ich würde sagen, du bleibst den ganzen Abend so hier stehen. Ja, dich kann man dann angucken. Oder alternativ, ich schmeiß dich in die Saar. Was willst du? Alternative. Also, ab in die Saar. Wir hauen ab. Mit dir geht's in die Saar. So, jetzt zeigst du mal, ob du wirklich nicht nur Seepferdchen hast.